Den Spitznamen finde ich eigentlich am allerbesten, glaube ich. Er lautet Kreuzotter des Meeres. Das klingt sehr, sehr groß und es klingt vor allen Dingen sehr, 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 sehr gefährlich. Dabei ist die Schlange gar keine Schlange, sondern ein Fisch. Und der ist auch noch relativ klein, irgendwas so zwischen 15 und 50 Zentimeter. Aber das Petermännchen, so heißt der Fisch nämlich, kann richtig, richtig wehtun, wenn man drauf tritt. Und das kommt in der letzten Zeit gerade am Nord- und am Ostseestrand häufiger vor. Was da los ist, ich habe drüber gesprochen mit Martin Ebbecke vom Giftinformationszentrum Nord der Unimedizin in Göttingen. Herr Ebbecke, Petermännchen, das klingt ja irgendwie auch so ein bisschen putzig, ne? Wie sieht denn dieser Fisch eigentlich aus? Das Petermännchen ist, sagen wir mal, ein kleiner bis mittelgroßer Fisch. Also die können so bis 50 Zentimeter lang werden und haben eben im Gegensatz zu anderen Fischen über den Kiemen giftige Stacheln, so Rückenstacheln, die auch mit Giftdrüsen verbunden sind. Und an denen kann man sich eben verletzen. Eine Möglichkeit besteht, wenn die Fische gründeln, das heißt also laichen, das heißt die Reihe ablegen, dann sitzen die in flachen Gewässern auf dem Grund und man kann drauftreten. Und die zweite Gefahr ist, wenn Angler so ein Petermännchen an der Angel haben und versuchen, das vom Angelhaken runterzubekommen, dann macht er so eine Art Drehung und haut einem diese Rückenstacheln in die Hand. Ah, okay. Und das ist extrem schmerzhaft oder ist das auch richtig, also nicht nur schmerzhaft, sondern es ist auch richtig gefährlich? Naja, lebensgefährlich ist es nicht. Aber es ist wohl ein, ich kenne es nun selber nicht, aber es ist ein sehr unangenehmer, brennender, stechender Schmerz, der eben auch teilweise relativ lang anhalten kann, geht dann meistens nach einem Tag wieder zurück. Aber es gibt auch Fälle, wo es nach einigen Wochen zu einer erneuten Schmerzhaftigkeit an dieser Stelle wieder kommen kann. Das heißt aber, wenn Sie jetzt sagen, also es tut schon weh, aber es ist jetzt nicht so gefährlich, als dass man davon sterben könnte. Also es kann jetzt nicht tödlich enden, wenn man auf ein Petermännchen tritt. Nein, also zumindest wir hier im norddeutschen Raum an der Nord- und Ostseeküste haben keine Todesfälle gesehen und wir hatten auch mal eine Kooperation mit der Giftinformation in Marseille und die hatten auch keine. Eine Gefahr ist natürlich immer, dass man sich, wenn irgendwas reingestochen wird, eine Infektion bekommt. Und als sekundäre Komplikation kann sich das natürlich dann auch nochmal verschlimmern. Warum treten denn diese Fälle in letzter Zeit häufiger auf? Oder ist das nur so ein subjektiver Eindruck von mir? Ist es tatsächlich so? Also das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also zumindest ist so, dass unsere Anfragen in den letzten 15 Jahren wirklich gestiegen sind. Also wir hatten mal so in den 2000er Jahren ja so 10 Anfragen pro Jahr und in den letzten Jahren sind das über 40 geworden. Ob sich die Petermännchen wirklich so vermehrt haben, kann ich nicht sagen. Ich bin kein Biologe, ich glaube es aber nicht. Vielleicht wird einfach auch mehr gebadet, weil die Temperaturen vielleicht wärmer geworden sind. Aber wir haben zumindest in unseren Anfragen eine deutliche Steigerung in den letzten Jahren erlebt. Und was macht man denn am besten? Also jetzt hat dieses Petermännchen zugeschlagen und dann, was tut man drauf? Irgendeine Salbe? Macht man am besten gar nichts? Kühlen? Was ist am besten? Ja, kühlen ist sicherlich immer bei allen Tierstichen eigentlich immer eine gute Sache. Ich weiß, die Giftinformation Marseille, die empfiehlt so eine Heißwassermethode beziehungsweise so eine Temperaturschockmethode nennen die das. Das heißt, die erwärmen diese Einstichstelle entweder mit warmem Wasser oder mit einem Föhn und machen dann was Kaltes drauf, also einen Eisbeutel. Also dass erstmal die Stichstelle erwärmt wird. Die Vorstellung, die die Kollegen dort haben, ist, dass das ein hitzelabiles Gift ist, was durch dieses Erwärmen denaturiert wird. Und dann durch das schnelle Abkühlen dann eben auch die Schmerzen deutlich besser werden. Und die schwören da drauf. Macht man, glaube ich, auch manchmal so bei Mückenstichen dieses Prinzip, ne? Das Ding irgendwie heiß machen oder so. Aber das kann natürlich auch wieder wehtun. Das Petermännchen, das ist ein kleiner Fisch und der hat so kleine giftige Rückenstacheln, an denen man sich schon übel verletzen kann. Das hat uns Martin Ebbecke erklärt im Update in Deutschlandfunk Nova.